Es wird auch bei Regen gearbeitet. Hier entsteht mein neues Büro. Die Schlauchlage. Die Vorbereitungen gehen weiter fürs Häuschen. Es sollte wie ein Hochsitz werden, damit ich schöne Aussicht habe, nicht hinter der Mauer versteckt. Übrigens, die Baustellen in Thailand sehen vorwiegend nach Bastel aus. Wird markiert, wo die Sau die Pfähle in kann. Die Löcher werden ausgehoben für die Pfeile. So, die kommen richtig vorwärts. Es gibt ja 6 Stützen. Die eigentlich schon längst hier sein sollten. Ja, die Pfähle, genannt Sau, werden gebracht. Und ihr seht ja den Pickup. Ein bisschen überladen, aber das ist normal. Hin? Ja. Sei. Ha? Sei. Sei. Sand. Ja, ja. Das Eisen kommt. Ja.
Nein, ja, Video, nicht Foto. Die Eisenträger werden gemalt. Der Sand ist auch ein bisschen weniger und fies. Das Fundament wird gegossen. Sieht ein bisschen wässrig aus. Es wird schon Abstand gemessen. Die ist ganz neu. Nein. Das Schweißen geht weit. Und wie gehabt, Schutzausrüstung beachten. Unser Mango. Baum. Meine Frau am Werken. Und wie gehabt, Schutzausrüstung beachten. Und es geht weiter. Sicherheitsgerüst. Manche brauchen auch keine Schutzbrille. Die Brille. Da.
die Schweißmaschine kriegt ein bisschen warm. Den Rauch, den ja vielleicht sieht, kommt da raus. Und stinken. Oh. Lang. Und immer wieder erwähnenswert die Schutzkleidung. Mit den Sicherheitsflipflops stehen sie da auf Brettern. Ui. Sieht schon ganz anständig aus. Ist eine wackelige Angelegenheit da oben. Ja, die sind sich das gewohnt. Die heißen einfach Artisten. Hinten wird es in einem Seil befestigt, dass es nicht abrutscht. Und jetzt anklenkt mal Pi. Auf meinen Wunsch hin wird alles, auch die Schweißnähte, nachher nochmal gepinselt. Bei Thais ist das absolut nicht üblich. Thank you.
Die haben ja erstaunlicherweise auch sehr viele Stolperfallen. Anstatt die Bretter mal richtig zu legen, nein. Jetzt sieht es dann schon besser aus mit dem Fenster. Ja, manchmal staubt man so, sie haben nicht die logische Überlegung. Es nimmt immer mehr Form an. Der eine hat jetzt die Sicherheitsflipflops gleich weggelassen. Barfuß hat man sicher besseren Halt. Teils können auch ohne Brille schweißen. Das ist Wahnsinn. Ich wollte ihnen eine Schweißbrille kaufen, sie haben strikte abgelehnt. Und es nimmt Formen an. Es wird immer schön angepasst und jetzt hört ihr dann gleich den Klang, der jede Maschine tötet. Sie bohren nicht auf einmal. Die Elektriker meines Vertrauens. Die bringen immer schön Werkzeug mit, haben alles selber dabei. Kap, kap, Video. YouTube. Website. Außen haben sie schon Steckdose und Lichtschalter. Freude, Freude und eine Lampe. Ui. Sie denken auch immer mit. Landpflege ums Häuschen rum. Nachbareinsatz. Elektromontage. Sind fleißig am Werk. Haben auch nachts gearbeitet oder bis spät in den Abend. Die Hauptleitung wird verlegt mit Erdung.
Hund, das Haus ist fertig. Mein lieber Hund, der Wachhund. Schön. Hallo Baum. Immer gut aufpassen, ja. Gucken. Baum, Baum, Baum. Hallo, hallo. Du hast jetzt auch einen schönen Platz, hä? Ja, hast du den Überblick. Und das ist die hintere Ansicht meines Häuschens. Das Innenleben. Und die Aussicht.